Damen und Herren, Aktionstage abgespeist, 20 Jahre Taten sind genug, können Sie an einem der Informationsstände neben vielen anderen Aktivitäten auch hart bittere Tafelschokolade zum Sonderpreis von 2 Euro erwerben. Diese hart bittere Tafelschokolade ist so entstanden im Rahmen einer mehrjährigen Auseinandersetzung der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung im Bistum Trier. Wir haben aus einer fair gehandelten Tart-Bitter-Schokolade eine hart-bittere Tafelschokolade mit Denkzettel gemacht und weisen auf die skandalöse Entwicklung der Tafelgesellschaft hin, die ja viele Akteure hat. Da sind die sogenannten Spender und Sponsoren, da sind die Betreiber der Tafel, die ehrenamtlichen Helferinnen, die sogenannten Tafelkunden. Und es gibt die Politik, die auch in diesem Spiel mitspielt. Wir haben gemerkt, in intensiver Auseinandersetzung mit dieser Tafelentwicklung, dass die Tafelbewegung inzwischen in der Gefahr ist, dass sie eher Teil des Problems ist, als Teil einer Lösung des Problems. Deshalb sagen wir in aller Kürze, 20 Jahre Tafel sind genug, Schluss mit der Vertafelung unserer Gesellschaft. Wir fordern gute Arbeit und ein gutes Leben für alle. Kämpft mit uns gemeinsam gegen die Armut und ihre Ursachen, dann tut ihr